Naja, gut, wir gucken einfach mal kurz hier beim... Ich kann das eigentlich auch mit der Maus machen, ist einfacher als mit der Tastatur, zumindest für mich. So, das passt schon mal so. Das passt hier unten ran. Das ist die wohl wahrscheinlich andere Ecke, die gehört nach oben. Und das, ja. Ist wahrscheinlich hier zwischen irgendwo. Oder passt das hier rein? Nein. Ja, wahrscheinlich dann irgendwo hier zwischen, wo wir noch nicht wissen, wo es hingehört. So, da noch einmal und hier nochmal ein bisschen genauer. Beziehungsweise passt das so herum da gar nicht rein. So. Ich sehe gerade, ich habe das komplett falsch. Also, ja. Einmal das hier so herumgedreht. Das müsste so richtig sein. Denn da ist eine Person drauf. Also das ist auf jeden Fall so herum richtig. So. Das sieht auch ganz gut aus hier. Das passt da an die Ecke dran. Da muss das hier die Ecke sein. Und das passt dazwischen irgendwo. Ach, das passt sogar schon mal hier dran. Okay. Gut. Soweit, so gut. Wir müssen jetzt noch irgendwie gucken, wie wir daran kommen. Das wird so eine Sache. Der muss auf jeden Fall dann hier hin. Und das da mal betätigen. Ich programmiere mir mal hier kurz Zeit ein. Spule dann das alles zurück. Ah ne, da wird er jetzt nach da oben gehen, ne? Ja, das war genau falsch herum. Oder auch nicht. Ah, das ist so kompliziert hier, weil man muss hier zwei- oder dreifach denken. Es muss später hier oben ein Schatten stehen, der hier rüberspringt. Nachdem der untere Hebel betätigt wurde. Den unteren Hebel muss ich betätigen. Das heißt, dieser Schatten muss gleichzeitig das hier betätigen. Ja, der muss das betätigen und dann auf die Plattform drauf. Also muss ich quasi hier nach oben drücken, da hoch, hier eine ganze Zeit lang warten und dann einmal darüber und laufen und ab jetzt zurückspulen. So, das sollte viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Zeit. Ich habe das falsch herum gemacht, ne? Block. Also. Zeit mir lassen, dass ich da rüberkomme. Hier betätigen, da drauf. Zeit kurz lassen, damit ich den Hebel betätigen kann und da rüber. Okay. Und stopp. Jetzt einmal ganz schnell darunter. Los, los, los. Ja, das passt. Und jetzt. Puzzle. In der... Da muss ich einen Schatten haben, der das hier betätigt. Nach einer Zeit. Okay, also. Dann lassen wir den Schatten hier unten stehen. Wir müssen sowieso noch komplett zurückspulen. So. Der Schatten ist schon mal außer Gefecht gesetzt. Jawohl. Dann gehen wir einmal hier rüber. Warten hier. Wie lange ist ja fast egal. Und drücken dann mal mehrfach nach oben. Und das muss der Schatten tun dann. In der Zeit, bis ich... Also es muss so lange Zeit sein, dass ich zurückkomme. Am besten noch von hier aus.
Okay, der fährt nach oben. Und wir... Ach, herrlich. Schön. Okay, dann noch einmal. Stimmt. Man sollte, wenn überhaupt, dann ungerade Zahlen benutzen. Einmal drücken, so. Dann möchte ich jetzt... Schön. Wenn man überlegt, handelt. Hust, hust, hust. Da war mal wieder Skype. Sorry, dass ich vergessen habe, auf beschäftigt zu stellen. Kann man jetzt leider nicht umändern. Es sei denn, macht gleich eine kurze Pause. Komm, drück noch. Ah. Das Problem ist mit der Zeit. Es reicht einfach nicht. Und ich mache, glaube ich, dann mal eine kurze Pause und mache wirklich mal Skype aus. Weil die uns sonst noch die ganze Zeit hier belästigen. Also, bis gleich. Einmalige Gelegenheit. Da bin ich mal wieder. Ja, wir sind hier stehen geblieben bei... Ja. Wobei, warum sage ich das? Das ist mitten in der Folge. Edge Badge. Einmal kurz darüber und nochmal kurz einen Überblick über die Situation verschaffen. Genau, und ich glaube, da war ich mir sicher, wie ich das machen muss. Da musste doch ein Schatten da rechts auf den zum Hebel. Und ich musste dann einmal, ja, dann und so. Ne? Verstehe sie. So, dann einmal zurück mit uns. Rückwärts, so geht's immer am besten. Okay, dann lassen wir den mal rennen. Ah, das war ein bisschen zu früh. Verdammt, also noch einmal. Am besten kurz nochmal stehen lassen oder hier zweimal so machen oder sowas. Einmal nach oben drücken. Wobei es jetzt gefährlich werden kann. Beziehungsweise, nee, ich... Ah! Noch einmal, los. Okay, einfach mal von hier aus angefangen. Dann nach unten. Dort kurz stehen geblieben in der Mitte des Schalters und dann sollte man den auch wirklich treffen. Und einmal zurück. Okay. Da rennt der Gutste. Einmal nach oben damit. Jawohl. Und jetzt sollten wir hoffentlich... Ja, das Puzzleteil kriegen. Irgendwie sieht das hier so aus, als würde man da weiterkommen. Ach nee, es ist nur die Begrenzung für die Plattform. Ah, okay. Gut, dann puzzeln wir nochmal kurz dieses Stück da oben dran. Das gehört ja dahin. Man erkennt da irgendwelche Personen drauf. Und gehen ins nächste Level, da wir hier alle Puzzleteile haben. Versteck. Der guckt aber grimmig. Ich möchte mal gerade den Sinn von diesem Teil hinterfragen. Na, oh, okay. Nur... Ah, dann. Autsch. Wir erinnern uns ja noch an den Boss hier. Ach, ich muss dann jetzt zurückspulen. Oh Gott, Leute, wie soll ich denn... Ja. Er kann mich nicht töten. Und wie soll ich ihn fünfmal treffen mit vier Kronleuchtern? Okay, das hat jetzt zweimal bewirkt. Ich verstehe es gerade nicht. Wie soll ich ihn jetzt umbringen? Und warum habe ich vorhin zwei Schaden gemacht?
Ich spule nochmal komplett zurück. Das hat ihm nur einen Schaden gemacht, ja. Nur bei dem hier, beim anderen, ich würde jetzt mal ganz gerne sehen. Warum waren das dann zwei? Ja, das soll ich da richtig gut gerade nehmen. Soll mal der Schatten machen. So, und dann gehe ich nochmal nach oben. Schieße ihn hoffentlich gleich mit dem hier ab. Nein, knapp daneben. Hä, nun warum... Ach, dann kommt... Dann taucht der Schatten natürlich wieder auf. Ah, okay. Das würde ihn treffen, also einmal... Ups. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an den Kronleuchtern vorbeikommen soll. Ohne die kaputt zu machen. Es sei denn... Ach, man kann da drunter gehen, ne? Okay. Das wird passen, also einmal Schatten. Bitteschön. Das ging so ungesund, irgendwie. Irgendwas fällt hier die ganze Zeit auf den Boden und das... Ach. Jetzt... Dann mal eben kurz zurück, weil... Dann könnten wir den kriegen. Noch mit dem von euch da hier. Ich glaube, das wird passen. Jo. Und jetzt wird der erst recht enraged. Ach, Mann. Das wird auch passen. Wah, wah, wah. Okay. So, dann gehen wir einmal kurz zurück. Und holen uns natürlich... Nur was bringt das dann? Weil wir müssen ja noch zurückspulen, wir brauchen ja noch Zeit. Ach, dann halt so. Haha, du bist tot. Aber irgendwie... Okay, zurückspulen. Das muss... Stimmt, das kann ja der Schatten machen, ne? Jo, das macht der Schatten. Der betätigt jetzt genau... Den Hebel. Ach ja. Oh. Wir sind nur noch beim Bossfight. Ups. Ich hätte nach vorne spulen sollen. Ah, verdammt. Da müssen wir noch mal kurz den Boss fertig machen. Das passt gerade so nicht. Und jetzt ist der Kronleuchter da rechts kaputt, was ich auch nicht will. Also einmal so. Ey, jetzt. Na. Dann halt so. Bitteschön. Wir können ja eh nicht sterben. Wir haben ja die volle Kontrolle über die Zeit. Bäm. Ja, blöd, wenn einem Schatten wehtun, ne? Da hat man nie mal so viel zu lachen. Das hätte eh nicht gepasst. Also, halb so wild. Das passt aber. Klopp, klopp. Nja, 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 nja. Und jetzt einmal hier drüber. Ich habe übrigens wieder vergessen, mich bei Skype aufbeschäftigt. Ah, geil. So. Und dann einmal nach einer gewissen Wartezeit. Das heißt, man wird gleich wieder... Oh Gott. Toll, dann mache ich schon eine Aufnahmeunterbrechung wegen Skype, ne? Und dann... So. Okay, und das sollte jetzt aber wirklich passen. Wird zwar jetzt dauern, bis das da aufgeht, aber dafür haben wir das Puzzleteil. Ja, guck du dich mal um.
Ja, oder ich habe zu lange gewartet. Das hätte auch. Ich glaube, das ist der Fall. Och, und ich kann. Ah, Mann. Na, ich möchte. So, nein, ausweichen. Auch lustig, dass der Schatten dann nur hängen bleibt. Irgendwie ist der Kampf jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen anders ist gerade eben. Aber warum mache ich das überhaupt noch? Wow. Und einmal da durch. Und das sollte zeitlich eigentlich dann reichen, wenn ich sage, jetzt einmal kurz zurück. Und ja, der sollte das jetzt eigentlich machen können. Hoffe ich mal. Weil ich habe keine Lust, irgendwie jetzt hier 5 Stunden zu warten, bis ich das Busseteil kriege, nur weil es von der Zeit her nicht so ganz klappt. Yeah. Headbanging. Nee, es klappt anscheinend immer noch nicht. Okay. Also dann. Och. Wir können uns ein bisschen im Schatten orientieren, wenn wir jetzt sehen. Das heißt, er schafft es auf jeden Fall von hier aus. Sollte er. Oder ich habe einfach die ganze Zeit vergessen, den Hebel zu betätigen. Nein. Oh, okay, wir haben es geschafft.